Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hiermit angefangen mit unserer Monsterfalle und übrigens wundert euch nicht darum oder darüber, dass meine Hand so weiß ist und nicht so wie sie sonst ist. Die Skin-Server sind aktuell down. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen habe ich hier dieses blöde Standardmännchen. Ja, bisschen doof. Gut, was steht als nächstes an? Wir müssen die Spawnflächen bauen. So, noch einen weiter und das passt. Okay. Ich mache erstmal das Layout. Grundsätzlich, was muss man dazu wissen? Die Spawnflächen enden so, dass die Viecher sich zwangsweise gegenseitig ins Wasser drücken müssen und es neben den 4 Quadraten keine Möglichkeit gibt, darüber zu wechseln, außer ins Wasser zu fallen. Ja. So ist das nämlich. Genau, und dann ziehen wir gleich noch eine Decke drüber. Auf die Decke müssen wir unbedingt noch ein paar Fackeln setzen, damit da drüber nichts spawnt. So, nein, das würde das Design zerstören. Da verliere ich den Block lieber. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, also wie gesagt, die Monsterfalle dauert wirklich nicht lange. Sie ist gleich auch schon fertig. Also, relativ gleich. Müssen halt echt nur diese 4 Flächen hier schnell ausfüllen. Oh, ich habe hier noch gar nicht das Layout gezogen, ich Schlawiner. Na dann. Die kleine Obsidianfläche, da sieht ja echt witzig aus auf die Entfernung. So. 1, 2, 3. Nochmal 3. Zack. Und hier auch nochmal. Ach, Blöcke setzen. Immer wieder was Witziges. Ich darf echt, muss echt aufpassen, dass ich mich hier nicht selber wegspliefe. Ach so, Moment, die Leiter kann ich abnehmen. Da kommt auf Dauer natürlich auch noch ein Stein hin. Aber ich glaube, da werde ich einen Dirtblock hinsetzen, dass ich hier für irgendwelche Notfallarbeiten irgendwann mal noch die Möglichkeit habe. So, was ich immer noch ganz gerne ansonsten mache, ist, dass ich einen Stopper einbaue, indem ich einfach 4 Sticky Pistons hier relativ weit oben, so aber so, dass die halt nicht wieder hier hochspringen, ansetze und dann so halt, dass die hier den Durchgang verschließen. Und dadurch kann ich halt erstmal welche töten, ohne dass Creeper runterfallen und mich explodieren lassen, beziehungsweise die Falle explodieren lassen. Das ist immer das Nervigste. Und gleichzeitig können auch welche weiter spawnen. Aber dafür brauchen wir echt Sticky Pistons. Und wir brauchen dafür wiederum Slimes. Und wir haben keine Dingensbiom in der Nähe. Das ist da so ein wenig das Problem. Ne? Okay, das war scheiße. Das war dumm. Und da starb er. Okay, und genau, und weil ich das letzte Bett kaputt gehauen habe. Naja, egal. Wir bauen die ja eh als EXP-Falle. Da soll es mich jetzt nicht um die Level scheren. Wir müssen halt nur wieder da hoch. Und es sieht ein bisschen hässlich aus, aber ich habe ja extra gesagt, dass hier ist die Industriefläche. Und da muss man dann damit leben. So, das hier ist halt echt nur, um schnell wieder runterzukommen, aber nicht um einen Absturz während Bauarbeiten zu verhindern. Schade. Ja, das ist das Blöde, wenn man dann zwischendurch Shift loslässt. Sollte man nicht tun, also liebe Kinder, lasst niemals Shift los. Nun, das meine ich natürlich wörtlich aufs Leben übertragen, ganz klar. So, das brauche ich noch und ansonsten nur Kobbel. Nein, ihr bleibt alles schön hier. So, und wieder hoch. So, das dauert jetzt ein bisschen.
Ach, wir haben ja auch erst 5 Minuten. Dann ist doch nicht schlimm. Ich trinke mal einen Schluck. Okay. Ja, das dauert echt lange. Wir sind ja relativ genau bei 5 Minuten vom Video hier angefangen. 30 Sekunden. Ich habe jetzt den Live-Timer, wie lange man mich hier hoch braucht. Aber es sind halt immerhin 140 Blöcke oder so. Glaube ich. So, also jetzt sind wir oben. Eine knappe Minute braucht man hier hoch. Also, nicht nochmal runterfallen. Das dauert lange, hier wieder hochzukommen. Okay, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Okay, das Bett tun wir einfach mal hier hin. Hallo? Es ist doch wohl Nacht. Ich sehe doch den... Ach so. Ja gut, das dauert noch ein kleines bisschen. Jetzt aber. So, www. Zack. Okay. Gut, gut, gut. So, gleich haben wir es. Und zack. So, und jetzt noch ein höher. Was zu essen habe ich natürlich auch dabei. Ja, was soll ich hier schon groß erzählen, während den Blöcke platzieren? All meine aktuellen Themen bin ich auch schon losgeworden. Oder Stories oder was ich da alles erzählt hatte. Wie gesagt, ich habe jetzt schon so viel heute aufgenommen, irgendwie 2 Stunden Minecraft oder so. Und es ist auch spaßig, auf jeden Fall. Aber ich bin halt ein bisschen ruhiger. Weil ich das Gefühl habe, dass ich mich wiederhole. Wahrscheinlich habt ihr das Gefühl gar nicht so sehr, weil ihr das jetzt noch nicht so lange am Stück ertragt wie ich. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ich mich dann auch gerne mal wiederhole. In meinen Artikulationen. Und dann will ja keiner. Also ich zumindest nicht. Und den Klassiker, also zack, 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 zack. Also ist bei jedem Block halt ein Soundeffekt zu aktivieren. Das ist auch irgendwie... Nein. Nein, 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 nein. Ihr seht ja, was ich tue. Ne? Ich baue hier Kobbel. Und das ist super spannend und fordernd. Das und nichts anderes. Anscheinend ist es wirklich fordernd, weil ich mich dauernd verbaue. Bisschen traurig. So, okay, das hätten wir. Ganz wichtige Sache noch. Fackeln. Ganz wichtig. Jetzt muss ich gleichzeitig noch gucken, wo ist die Mitte? Da. Und da. Dann ist die Mitte noch hier. Und da. Wie gesagt, ich will halt nichts, dass hier oben irgendwas spawnt. Hatte ich ja in der letzten Folge schon erklärt. Dass alles wirklich in der Farm selber spawnt. So. Okay. Jetzt baue ich das Dach erstmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Immer so.
mal eben die Finger ein bisschen anders legen. Moment. Ich brauche mehr Kobbel. Ich glaube, ich habe mich mit dem Kobbel ein bisschen verrechnet. Also zumindest mit dem, den ich hochgenommen habe hier. Moment. So, passt schon. So. Jot, 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 jot. Ah, Hilfe. Okay. So. Also, Finger. Ich stehe ein bisschen blöd für drei Blöcke. So. Nicht runterfallen. Das wäre unschön. Jetzt ist es noch ein bisschen einfacher, aber wir die mittleren, also die Wasserläufe, die uns hier entgegenstehen, die haben wir halt jetzt schon passiert. Das macht es ein wenig einfacher. Aber nicht vollends einfach, denn ich verbaue mich nach wie vor. Juhu! Okay. Gut, 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 gleich haben wir's. So. Und jetzt hier noch einmal so lang. So, jetzt so und immer hier noch eine Fackel hin. Da und so und hier in der Mitte auch noch irgendwie ist egal. Hauptsache ausgeleuchtet. So, das sollte. So, das sollte hinhauen. Okay, wo geht's runter? Hier geht's runter. Okay. Ach, die Vines habe ich natürlich nicht dabei. Warum sollte ich auch? So, hier geht's runter. Nochmal was essen. Und ich habe keine Erde dabei. Das ist ungünstig. Aber ich wusste schon, warum ich das Holz mitgenommen habe. Und zwar, weil ich vergessen hatte, eine Sache zu bauen. Die da wäre Schilder. Aber ich brauche noch mehr Schilder. So, 6 muss ich bauen, weil ich brauche 4. Ja, ja, ja. Guck mal, die Folge ist gerade mal zu 3/4 durch. Und wir sind fast fertig. Sehr schön. Nehmen wir doch einfach mal die Seiten hier. So, und hoppati hopp auf die andere. Zack, zack. Jetzt noch so und so. Ich weiß nicht, ob ich das erklären soll. Jedenfalls geht es darum, dass die Monster nicht vorher nochmal hüpfen. Und dadurch höher fallen, also bei Spinnen weiß man nie, aber halt andere Mobs. Und da die hier keine Kollision haben auf der Breite, kann man die halt benutzen, damit die hier immer die gleiche Fallhöhe haben. Ich hoffe, das habe ich verständlich erklärt. So, das Wasser gehört hier natürlich nicht hin, das ist ja ganz klar.
So, stimmt, das wurde ja eh aufgesaugt. So. Jetzt machen wir das hier noch weg. Dafür brauchte ich die hier. Und zwar, um so zu machen. Dann noch so. Wobei, nee, das war falsch, was ich mir da eben ausgedacht habe. Keine Sorge, ich mache das gleich richtig. So, die Ecken müssen jetzt immer weg. Das sind die Diagonalen, über die wir die EXP-Kugeln erhalten. Genau, und die brauche ich, um sie hier drunter zu tun. Also ich brauche sie zwar nicht, aber das mache ich immer so. Genau, und hier gibt es den Main, den Notfall-Hochgelöt-Zeug-Teil-Ding. Genau, und dann stellt man sich einfach hier hinten hin, wartet. Und da spawnen die Viecher. So, ich würde sagen, hier mache ich 3 hoch noch sowas. Einfach nur, damit ich hier wirklich abgeschirmt bin. Genau, und jetzt können wir die Blöcke eigentlich wieder wegtun. Jetzt muss ich dann nur noch die Fackeln wegnehmen. Und dann funktioniert das. Achso, genau, und natürlich muss ich das Wasser noch hinsetzen. Das ist ja ganz klar. Okay, auf. Halt, einen Block brauche ich noch. Einen einzigen Block. Ja, 17 Minuten haben wir jetzt, sehr schön. Achso, Moment, die sollte ich erst nochmal da lassen. Genau, das Prinzip ist einfach, hier so ganz simple Wasserfälle zu erstellen. Einfacher geht's kaum. Und es ist fast schon ein Tutorial, was ich hier mache. Aber nur fast. Mein Bett. Eins. Verdammt. Okay, schnell nochmal runter. Nein, ich muss da runter. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich gehe nie wieder ohne Spitzhacke los. Ist bis jetzt immer schlecht ausgegangen. Immer. So. Hier muss man jetzt beim Rüberhüpfen ein bisschen aufpassen. So. Alles fließt super. Jetzt muss ich nur noch die Fackeln alle klauen und möglichst schnell hier raus. Beziehungsweise in einer gewissen Range spawnt ja auch nichts, wenn ich noch da bin. So, und das Loch ist das... Oh Gott, das war dumm. Ich würde sagen, das letzte Hindernis. Stimmt jetzt aber nicht ganz. So. Jetzt aber. Okay. Und wir haben jetzt sogar noch ein kleines bisschen Zeit. Genau, wir haben noch eine Minute. Indem wir den Monstern beim Runterfallen zugucken können. Und nach der Aufnahme werde ich dann gleich ein paar Bücher hier hochkarren. So, das Bett tue ich mal hier hin. Dass auf jeden Fall nichts außerhalb der Konstruktion hier spawnt. Ich bin im Normal-Mode, ja, okay. So. Wir sollten jetzt eigentlich nur ein bisschen warten müssen. Und dann fallen hier gleich unsere Freunde runter. Okay, der ist gestorben, das war jetzt blöd. Das war wahrscheinlich einer der seltenen Fälle, dass die diagonal darunter springen. So, ich will jetzt nochmal zeigen, was ich hier... Warum sterben die jetzt alle? Was? Ich glaube, ich habe was verkackt. Ich glaube, ich habe die ein zu hoch. Aber das ist gar kein Problem. Das können wir nochmal schnell... Ah nee, jetzt überleben welche. Hast du Rüstung an? Kumpel, komm mal eben her. Kumpel?
Buddy. Aua. Komm mal eben. Ich will dich mal eben betrachten. Nee, du hast keine Rüstung an. Okay. Dann sind das gerade blöde Zufälle, dass die alle sterben. Aber jedenfalls, das ist das Prinzip der Monsterfalle. Und wenn man hier eine Weile wartet, dann passiert eine Menge. So, nach dem Prinzip. Aber eigentlich sollten hier gar nicht so viele Viecher direkt sterben. Das ist komisch. Egal, das werde ich mir gleich nochmal angucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr noch Themen oder Fragen habt, dann schreibt sie mir nochmal in die Kommentare-Skis. Und ja, dann bis zum nächsten Mal zu Minecraft. Bis dann.